Testfahrten zwischen Nürnberg und Erfurt auf der Neubaustrecke VDE 81. Es sind die sogenannten Hochtastfahrten. Frank Siebenhaar ist der verantwortliche Versuchsleiter im Testzug, dem ICE-S. Die Hochtastfahrten machen wir aus dem Grund, wir testen im Prinzip die Hochgeschwindigkeitstauglichkeit der Strecke. Und wir setzen bei 160 km/h an und steigern die Geschwindigkeit schrittweise auf bis zu 330 km/h. Das sind 10% mehr als die reguläre Geschwindigkeit, die künftig hier gefahren wird. Ein Sicherheitspuffer, in dem es immer noch keine auffälligen Messwerte geben darf. Ohnehin werden hier die Parameter aus Planung und Bau der Strecke dem ersten harten Praxistest unterzogen. Wir prüfen primär auf dem Fahrzeug zwei Komponenten. Einmal die Kontaktkräfte und Beschleunigung zwischen der Fahrbahn und dem Fahrzeug. Und nach oben hin betrachtet die Kontaktkräfte und Beschleunigung am Stromabnehmer, um zusammenwirken Stromabnehmer-Oberleitung. Der ICE-S, seit 1997 auf den Schienen, ist das einzige Triebfahrzeug der Deutschen Bahn, das Abnahmefahrten im Hochgeschwindigkeitsbereich, dem sogenannten HGV-Verkehr, durchführen kann und darf. Der ICE-S ist einmalig in Deutschland. Das S steht für Schnellfahrten. Er gilt als sogenanntes Referenzfahrzeug. Referenzfahrzeug heißt, er repräsentiert durch seinen technischen Aufbau die gängigen Fahrzeuge, die regulär im HGV-Verkehr fahren, ICE1, ICE2, ICE3. Und damit verkörpern wir in einem Zug, mit einer Fahrt, können wir die Bewertung für alle Baureihen der Regelzüge treffen. Und wenn es da keine Überschreitungen gibt, können die anderen Züge normal fahren. Die Neubaustrecke durch den Thüringer Wald ist anspruchsvoll. Von 107 Kilometern verläuft die Trasse auf rund der Hälfte entweder in einem der 22 Tunnel oder auf einer der 29 Brücken. Die Tests, auch für die Lokführer, keine normale Aufgabe. Sind natürlich Meilensteine für die Schnellfahrstrecken in Deutschland, ganz klar. Und es ist natürlich auch ein gewisser Stolz dabei, wenn man jetzt da einen Teil davon mit neu abnehmen darf und auch neu zulassen darf. Die Hochtastfahrten sind im Wesentlichen geschafft, die Strecke auf 330 Kilometer pro Stunde geprüft. Der Versuchsleiter ist beeindruckt von der neuen Trasse. Faszinierend an der Strecke ist natürlich die große Dichte von Bauwerk. Und dieser stete Übergang Tunnel, Brücke ist natürlich eine Herausforderung gewesen. Ich denke mal für den Bau, von der Planung her über den Bau. Und wir prüfen jetzt, wie gut gearbeitet worden ist. Sag ich mal, fahrdynamische Prüfung, ne? Und da kann ich erst sagen, da ist ganz tolle Arbeit geleistet worden. Im Dezember 2017 wird die Strecke durch Oberfranken und den Thüringer Wald freigegeben. Mit der kompletten Inbetriebnahme der Aus- und Neubaustrecke Nürnberg-Berlin VDE 8 ist eine Fahrzeit München-Berlin in knapp 4 Stunden erreicht. Bis dahin gibt es noch viel Arbeit, weitere Tests und die Zulassung des Zugsicherungssystems ETCS stehen an. Ab August 2017 fahren dann normale Züge zur Probe auf der Strecke.